Willkommen zurück in meiner Küche und zu einem neuen Video. Ja, heute habe ich ein richtiges Hype-Rezept für euch. Und zwar kursiert gerade im Internet ein super leckeres Thermomix-Rezept, was optisch echt gut aussieht. Und das ist die Mini-Zupfpizza. Die sieht so aus. Und ich habe sie gerade frisch aus dem Ofen geholt. Die Mini-Zupfpizzen eignen sich perfekt als Snack jetzt gerade zur EM. Und da dachte ich mir, weil heute Abend unsere Jungs wieder spielen, dass ich sie auch mal ausprobiere. Und ich finde, sie ist echt schön geworden und ich bin gespannt, wie sie schmeckt. Also bleibt jetzt dran, wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe. Das sind unsere Zutaten, die wir für den Teig benötigen. 500 Gramm Mehl, einen halben Würfel Hefe, 250 Gramm Wasser, 50 Gramm Olivenöl, 1,5 Teelöffel Salz und eine Prise Zucker. Für den Hefeteig geben wir alle Zutaten gleichzeitig in den Mixtopf. Stellen wir 2 Minuten auf der Knetstufe ein. Und dann gebt ihr den Hefeteig in eine große Schüssel. Legt ein Handtuch drüber und lasst ihn 45 Minuten aufgehen. Während unser Hefeteig jetzt aufgehen kann, können wir schon mal die Füllung zubereiten. Dazu benötigen wir eine Zwiebel, halbiert, eine Knoblauchzehe, 10 Gramm Olivenöl, 170 Gramm Salami oder Schinken. Ich habe es so gemacht, ich habe 100 Gramm Salami klein geschnitten und 70 Gramm Kochschinken. Ihr könnt das Ganze auch als im Stück kaufen und dann im Thermomix zerkleinern. Dann benötigen wir 170 Gramm Käse. Ich habe hier Emmentaler genommen, den könnt ihr aber auch mit anderem Käse austauschen. Ihr könnt den auch als Stück kaufen und dann im Thermomix zerkleinern. Dann benötigen wir 85 Gramm Tomatenmark, 1,5 Teelöffel Basilikum, 2 Prisen Pfeffer und 1/4 Teelöffel Salz. Als erstes geben wir die Zwiebel und die Knoblauchzehe in den Mixtopf. Und zerkleinern diese 3 Sekunden auf der Stufe 8. Mit dem Spatel alles nach unten schieben. Dann geben wir jetzt das Olivenöl. Und dann dünsten wir das Ganze auf der Varoma-Stufe für 2 Minuten. Der Stufe 1 an. Und hier kommen nun alle restlichen Zutaten bis auf den Schinken und die Salami dazu. Das vermischen wir jetzt 5 Sekunden lang auf der Stufe 5. Das füllen wir jetzt in eine Schüssel um. Hier mischen wir jetzt den Schinken und die Salami drunter. Wenn ihr die Salami und den Schinken am Stück gekauft hättet, dann wäre das jetzt im Thermomix etwas feiner geworden. Da ich das aber eher so stückig mag, habe ich das mit dem Messer einfach in Würfel geschnitten. Die 45 Minuten sind jetzt um und der Teig hat sich ungefähr verdoppelt.
Dann bemehlen wir unsere Arbeitsfläche. Nehmen uns den Teig raus. Diesen Teig rollen wir jetzt ungefähr 2 mm dick aus. Wir ein Ausstechförmchen, was 7 bis 8 cm Durchmesser hat. Wenn ihr solch eins nicht zu Hause habt, dann nehmt wie ich einfach ein Glas, was diesen Durchmesser hat. Und stecht so viele, bis der Teig aufgebraucht ist, Kreise aus. So, und auf diese Kreise kommt dann die Füllung oben drauf. Immer so ungefähr ein Teelöffel. Dann benötigt ihr eine Springform. Ich habe hier eine mit 26 cm Durchmesser. Ihr könnt aber auch eine andere Form nehmen, die so ungefähr 26 bis 28 cm Durchmesser hat. Fettet diese gut ein. Und dann könnt ihr in der Zwischenzeit schon mal den Backofen bei Ober-Unterhitze auf 200 Grad vorheizen. Dann nehmt ihr euch eins eurer Teigstücke und faltet diese wie folgt. Einmal in der Mitte zuklappen. Und dann nochmal zu einem Dreieck. Und mit der Öffnung nach oben setzt ihr dieses hier an den Rand eurer Springform. Hier nochmal. Einmal zur Hälfte. Und dann nochmal zum Dreieck. Das führt jetzt mit allen anderen fort. Dann könnt ihr die Pizza noch mit Eigelb und etwas Milch einpinseln. Jetzt kommt sie für 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. So sieht unsere Zupfpizza nur nach dem Backen aus. Ich lasse jetzt den Backrahmen auskühlen und dann hole ich sie raus. So, die Mini-Zupfpizzen sind nun vollständig ausgekühlt. Es duftet herrlich in der Küche. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Und ich hatte noch ein bisschen Teig und Füllung übrig und da habe ich hier noch eine kleine Mini-Zupfpizza gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch auf den Abonnier-Button klicken, dann verpasst ihr kein neues Video mehr von mir. Ja, und dann freuen wir uns heute Abend auf das Deutschlandspiel gegen die Slowakei. Mit dem Party-Snack kann ja jetzt nichts mehr schief gehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept findet ihr wie immer in der Infobox. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Video in meiner Küche. Bis bald, eure Vanessa.